Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital, weiterhin mit meiner Möglichkeit Labor. So. Wir kriegen natürlich auch nicht mehr gesagt, ob wir noch irgendwas machen sollen. Gar nicht. Warum sind wir hier 7 Leute? Wir brauchen hier auf jeden Fall noch jemanden. Danke. Ein Arzt wird in der Topferei benötigt. Einstellen. Krankenpfleger. Okay. Also wir brauchen hier auf jeden Fall einen dritten. Objekte. Ja, warum das jetzt hier in so einer Katastrophe ausgebrochen ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ja gut. Wir brauchen hier auf jeden Fall 3 und dann wird es hier halt auch 3 geben und gut ist hier. Ja. Ist halt einfach so. Brauche ich jetzt, geht nicht an. Und da muss ich mich wirklich um Krankenpfleger wahrscheinlich mal ein bisschen kümmern, dass wir da nochmal einen allgemeinen Dingens kriegen. Aber das werden wir dann sehen. Hier ist auf jeden Fall die Hütte voll gerade. Ich habe nur 3 Updates gemacht und hier ist die Katastrophe ausgeworden. Die Blumen sehen aus wie hingeschissen. Der stirbt. Warum stirbst du denn? Was ist dein Protokoll? Du bist gekommen. Dann, ja, ist klar, dann bist du dahin. Dann Diagnose, Flug abgeschlossen, bla bla bla. Dann ist er abgeschlossen und dann ist er dahin und dadurch ist er gestorben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gerade ein bisschen. Okay, weil hier ist Diagnose und Dingens richtig gut. Richtig, richtig guter. Alter. Oh Mann, ist drauf, aber. Da ist er. Eigentlich auch ein richtig guter. Also ich verstehe es nicht. Hier ist echt der Bär los. Also, dass wir das so groß gemacht haben, merkt man. Das ist eigentlich auch ein guter dafür. Tja. Ist halt gerade einfach mal so, ja. Hier haben wir gerade so ein kleines Problem. Hier sammelt es sich gerade so ein bisschen. Kann aber dran liegen, weil hier gerade keiner war oder so. Können wir mal sehen, wie sich das gleich einpendelt, ja. Hat dieses hilfreiche Sprichwort geschickt. Das ist schon fertig. Aber hier hatten jetzt auch nicht unbedingt so viele, ne? Außerdem, dass es dieses Wochenende 20% auf. Wenn es weniger wird, dann schließen wir halt einen Raum, ne? Also das ist ja auch nicht so tragisch. Ich will noch einmal gerade hier durch mit Heizung gucken. Da ist es okay, da auch. Da auch. Oh, hier ist ein bisschen kalt, ne? Wenn wir doch da nochmal eine Heizung können und hier mal. So, dann haben wir das Problem auch beseitigt. Hier vielleicht mal so einen kleinen Heizkörper hinstellen. Hier so in der Ecke. Ja, super. So. Dann haben wir 6 von 7 gemacht. Befördern auch okay. Personal. Einmal Kohle. Alle sind zufrieden. Warte mal, was war das gerade? Was? Zufriedenheit. Warum bist du so unzufrieden? Muss aufs Klo. Ja, dann geh doch. Wir haben wirklich so ein kleines Hygieneproblem, ne? Aber wie soll ich dieses Hygieneproblem wirklich unter Kontrolle bekommen? Jetzt ohne Scheiß, wie soll ich das machen? Das brauchen wir nicht. Das ist nicht das Problem. Alles grün. Aber wir haben wirklich ein Hygieneproblem. Wieso haben wir ein Hygieneproblem?
Wie kann ich das Hygieneproblem beseitigen? Personalhaus meinten. Genau. Personalhausmeister. Die kriegen. Es gibt ja nichts, dass die sauberer arbeiten. Es ist nichts, was mir einfällt, ne? Deswegen ist die Zufriedenheit auch so im Keller, weil die einfach mit dem Hygieneproblem ein Problem haben, wirklich. Nee, ich wollte ja eigentlich die anklicken. Aber auch wieder Hygiene und Krankenhausaktivität, ne? Vielleicht muss ich wirklich ein bisschen schöner machen, mein Krankenhaus noch. Aber nun, jetzt mir hier mal eine Blume nehme. Hier ist alles grün. Hier hätten wir noch so ein bisschen. Kann sich da jetzt einfach hin, Leute. Einfach mal so ein bisschen dieses Problem zu beseitigen, ja. Haben wir hier überall keine? Wir haben hier wirklich nirgendwo eine Blümchen reingestellt. Ja, das ist ja dumm. So. 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 Ja, das ist ja schon ein bisschen dämlich, ne? Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Da und da. Krankenpfleger zum Spritzenhaus, bitte. Da muss man so die Blume gießen. Ja, warten wir mal ab. Gut. Der Kurs ist beendet. Instandhaltung verbessert, verbessert. Mechanik ist das. Geister, Kunden. Ausdauer, emotionale Patientenbetreuung. Das könnten zum Beispiel, wenn wir jetzt Patientenbetreuung machen würden, könnten normalerweise die Dinge zu brauchen, ne? Die sind. Station ist wirklich auch nur eine einzige. Weiter geht's. Haben wir nochmal unseren Therapeuten nochmal weiter eine Fortbildung gegeben? Finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Das Jahr ist fast vorüber. So, ansehen. Krankenhaus des Jahres, bestes Lernkrankenarbeitgeber, Krankenhaus mit höchste Prestigepunkten. Okay, super. Aber wir kriegen halt einfach unsere Mitarbeiter nicht höher, ne? Das geht mir gerade so ein bisschen auf den Ukulukes. Ein Krankenpfleger wird in der Farbtherapie verlangt. Ein bisschen. Ein bisschen Kohle von ihm. Komm. Mach die 55 voll. Danke. Auch schön. Ja. Projekt starten. Zack. Haben wir das auch. Ja, und dann denke ich, muss ich mich wirklich darum kümmern. Dass ich jetzt sage,
Ja, ich muss in jeden Raum wirklich Bilder und so reinhängen, ne? Also ich, wir nehmen jetzt das. Um dass wirklich den Ärzten es gut geht. Das. Ich werde sehen, ob es die Inhalt nach oben bringt, ne? Das getan, dann nehmen wir mal das noch. Aber so umdrehen. Das machen wir mal. So. Ein Arzt wird in der Entleuchtungsklinik benötigt. Ich meine, das jetzt aber überlegt, wir haben jetzt überall Bilder dran gemacht. Ja. Also wenn das nichts bringt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, was ich dann machen soll. Das hier. Sonst muss ich wirklich Geld sparen, die ganzen Räume abreißen und mir richtig große Praxen bauen. Also die dann wirklich super ausgestattet sind mit Schränken und was weiß ich nicht alles. Also man kann ja jetzt hier mal auf Bearbeiten drücken. Und dann würde man im Büchereiregal. Aber wenn wir da hinbekommen. Dahin bekommen. So. Hier muss ich es einmal drehen. Ja. Hätten wir jetzt in dem Sinne nochmal Bücherei aufgebaut. Und die sind jetzt alle Stufe 3 dadurch gewonnen. Ein Krankenpfleger wird in der Kryptologie verlangt. Keine Ahnung, ob das so ist. Okay, wir haben wieder ein Virus. Aber denn diesmal wieder das gleiche, okay. Das ist ein normaler. Ja, mal gucken, wo die sich aufhalten, ne? In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Ja, wo seid ihr? Hallo, zeigt euch. Hallo. Ja, schnapp. Haben wir. Halt. Haben wir. Ihre Geduld, liebe Hörerinnen und Hörer, wird endlich belohnt. Den ganzen Morgen haben Sie vor Ihrem Radiogerät verbracht und verzweifelt so noch einer. Darauf gehofft, dass die Stimme der Vernunft aus den elektronischen Tiefen auftaucht. Nun, hier ist sie. Ich bin Sir Nigel Bickleberth von Radio Two Point. Zu Ihren Diensten. Ja, wo hast du dich versteckt? Instandhaltung der Psychiatrie erforderlich. Hallo. Wo hast du dich versteckt? Finden tue ich dich sowieso. Wir haben auf jeden Fall die Warteschlange hier weggearbeitet. Aber wo sind sie? Wo bist du? Zeig dir.
Hey, du steckst gleich andere an, dann stecke ich dich an im Osterfeuer. Hallo, wo bist du? Wo ist er denn jetzt? Da. Epidemie unter Kontrolle. Wunderbar, wunderbar. So, was macht um meine Fortbildung? Ise fertig. Ise wunderbar, ise gut, ise fertig. Ja, damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.